Hallo meine Flauschis, willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige mich gerade so ein kleines bisschen, weil ich, mein Fazit zu Hause vergessen habe. Deswegen 3, 2, 1. Überraschung. Ja, ich habe weniger Haare auf dem Kopf, weil Haarausfall, erblich bedingt. Ja, ich habe die Brille an, weil, warum eigentlich nicht? Ich meine, ich trage halt eine Brille. Ja, ich habe einen Bart. Da hat sich alles irgendwie ergeben, auch mit dem neuen Job. Übrigens, das hier ist kein Greenscreen. Ich ziehe jetzt auch die Pfoten wieder aus. Ja, ich bin zwar Furry, aber jetzt gerade habe ich kein Head an, also brauche ich auch keine Vorderpfoten. Warum Furry-Pokémon? Naja, die Idee kam mir ehrlicherweise schon damals und ich habe das irgendwie nie gemacht, obwohl die Idee schon mindestens seit 3, 4 Jahren auf meinem Rechner vor sich hinschimmelt. Und wenn es am Anfang noch nicht so stark ist, ist es in den späteren Generationen wirklich krass geworden, wie viele Furries quasi, andersrum, wie viele Pokémon quasi Furry-Züge haben oder wirklich tatsächlich schon Furries sind. Oder für Furry-Liebhaber, ich sag nur Pokémon wie Wolverock. Deswegen, wenn euch dieses Format gefällt, liked es. Klingt immer so ein bisschen bescheuert, aber wenn ich weiß, es gefällt euch, dann nehme ich peu à peu die Generationen durch. Das klingt wieder falsch. Aber dann widme ich mich jeden Generationen einzeln nacheinander. Aber natürlich nur, wenn es euch gefällt. Ich will diese Reihe nicht machen, wenn das nicht euer Ding ist. Deswegen liked es, wenn es euch gefällt. Schreibt gerne auch unten in die Kommentare. Ich mache schon wieder viel zu viel Werbung. Das gefällt mir nicht. Also legen wir los. Vulnona ist eines der Pokémon, zu denen ich eigentlich gar nicht mehr so viel sagen muss. Vulnona ist ein zierlicher, eigentlich gar nicht so zierlich, schon voluminös mit den ganzen Tails, aber ein sehr graziler Fuchs, ganz klar. Kitsune könnte man dazu dann auch sagen, aber das ist jetzt was für Fachnerds. Ich meine, klar, Vulnona ist feral, Vulnona steht auf 4 Pfoten, das heißt, es macht es nur so halb zum Furry, weil es ja auch nicht Antro ist, aber glaubt mir, das werdet ihr so als Faktor in dieser Liste noch ein bisschen öfter finden. Wobei ich davon noch keinen Fursuit gesehen habe, aber das muss ja nichts heißen. Es gibt von einigen Spezien und Pokémon, die ich hier vorstelle, auf jeden Fall Fursuits. Das zweite Pokémon ist Evoli. Nicht nur, dass Evoli einfach nur Zucker ist, es ist bei Pokémon Let's Go neben Pikachu einfach die deutlich süßere Wahl und auch die coolere Wahl. Ich meine, ich bin jemand, der sagt, Pikachu ist... Ich mochte Pikachu nie, ich verstehe es nicht. Evoli ist 1000-mal besser. Es ist halt so ein kleiner Fellball, den man flauschen möchte. Und klar, Evoli ist jetzt theoretisch als Furry ein bisschen schwammig. Es ist ja auch wieder Furry, es ist ein kleiner Flauschball. Aber das ist in der ersten Generation genau das Problem. Es war noch nicht so Furry, deswegen ist das eher so eine Gefühlssache. Auch wenn man von dem Ruf von Evoli einfach so einen dezenten Hörsturz kriegt. Akani ist eins meiner Lieblings-Pokémon aus der ersten Generation. Ich meine, wem von euch geht es da genauso? Akani ist groß, mächtig und... Oh mein Gott, es gibt Akani Fursuits! Und zwar nicht nur wenige und die sehen sogar noch gut aus. Die sind so... flauschig. Bitte gebt mir mehr Akani-Fursuits. Snobilikat ist ein klassischer Fall der faulen, grazilen Katze. Wie ihr übrigens merkt, ich nehme aus jeder Entwicklungsreihe nur ein Pokémon. Das heißt, es kommt kein Fukano und kein Mauzi, sonst kloppe ich eigentlich nur Entwicklungsreihen durch, wo es halt klar Richtung Furry geht. Mehr Katze geht einfach nicht. Aber können wir mal darüber reden, wie absolut hässlich die Alola-Form von Snobilikat ist. Das ist Big Ufu. Der Körper ist vielleicht der gleiche. Aber welchen Luftballon hat Snobilikat denn gefressen, um einen so furchtbar deformierten Kopf zu haben? Ich stehe kurz davor, mir eine Nadel zu nehmen und mal reinzustechen, um zu gucken, was passiert. Kommen wir zum Mankey. Ich habe nur aus dem Grund Razzaf nicht genommen, weil Razzaf zu sehr nicht mehr nach Furry aussieht und Mankey schon eher. Ich meine, Monkey ist ein Affe. Und ich habe tatsächlich einige Furries gesehen, deren Sona zum Teil oder sogar komplett ein Affe ist. Zugegeben selten, aber es ist zumindest mal ein Tier. Und ich glaube, das ist auch die Basis vieler Pokémon, die jetzt in der ersten Generation in dieser Liste auftauchen. Außer bei Dragoran. Das kommt nämlich den typischen Furry-Drachen noch mitunter so am nächsten. Das einzige Manko, Dragoran ist halt echt nicht gerade schlank. Ich meine, das habe ich hier auch geschafft. Ich bin auch nicht der Schlankste, aber Dragoran toppt das halt wirklich. Es hat ein BMI von 43,4. Und ja, ich habe das nachgerechnet. Das ist einfach Adipositas-Endstufe. Das wird gar nicht mehr richtig klassifiziert. Das steht auch nur in der Online-Meldung, gehen Sie bitte dringend zum Arzt. Ehrlich, Dragoran sollte auf dem Boden liegen und japsend mit Diabetes-Stufe Typ 10
vor sich hinsiechen und gar nichts mehr machen. Aquana, Blitzer und Flamara habe ich wegen ihrer Optik ein wenig von Evoli abstrahiert. Flamara ist klar am fälligsten, aber ich meine, es gibt ja auch Fursuits von zumindest mal Blitzer und Aquana, die übrigens Shiryu gebaut hat. Es ist jetzt eine kleine Werbung für Shiryu, aber die Suits sind halt mega nice. Und Aquana, Blitzer und Flamara bewegen sich ja irgendwo zwischen Canine und Vulpine, also zwischen Vulpine und Kaninen irgendwo dazwischen. Es gab ja mal die Diskussion, ob es Katzen, Füchse oder Hunde sind und ich bin mir da ehrlich auch nicht so einig. Ich hätte sie jetzt eher so Richtung Katze gepackt, aber schreibt das runter. Ihr wisst das garantiert auch irgendwo besser als ich. Ich meine, gäbe es Umfragen, hätte ich jetzt sowas gesagt wie, stimmt hier oben ab, aber die Umfragen sind ja leider komplett gestorben, weil YouTube gesagt hat, brauchen wir nicht. Glurak ist von vielen das absolute Lieblings-Pokémon der ersten Generation. Übrigens von mir nicht, bei mir ist es Yugong, aber das ist kein Furry. Deswegen Glurak jetzt erstmal. Und es ist auch, wenn auch nicht vom Typ her, eine Art Drache. Und ja, obwohl es eine Art Drache ist, hatte es nicht den Drachentyp und es konnte nicht mal fliegen, obwohl es fucking große Flügel hat. Aber hey, wenn du nicht fliegen wolltest oder konntest mit Glurak, dann schnapp dir Dodri. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Dodri doch erstaunlich gut fliegt. Ich dachte, ich google das mal und es gibt zu Glurak tatsächlich wenige Fursuits und vor allem Fursuit Hats. Und die sind echt irgendwo ziemlich geil. Galoppa ist etwas für die ganzen Pferde-Furries unter euch. Ich meine, es gibt davon einen Fursuit. Aber lass uns vielleicht bitte lieber nicht darüber reden, okay? Es ist aber klar ein Pferd und das macht es hierbei dann auch zum Furry. Auf Platz 10 sind genau die Furry-Pokémon, die es fast geschafft haben, die irgendwie ein bisschen Furry sind, aber dann irgendwo auch nicht. Radikal, das ist schlicht und ergreifend eine Ratte. Es gibt auch Ratten-Furries, aber irgendwie ist das von der Form her so. Wisst ihr, was ich meine? Es passt nicht so richtig. Nidoking und Nidoqueen sind cool. Sie sind auf zwei Pfoten und sie sehen nice aus, aber was für eine Spezies ist das, außer so Dino, und das ist zu special topic und ist nicht so richtig furry, auch wenn es Dino-Furries gibt. Knuddeluff ist knuddelig und flauschig und es hat Öhrchen, aber was für ein Tier soll das sein? Deswegen auch nicht so ganz. Kangama ist auch sehr animalisch. Es ist das perfekte Tier, was man eigentlich mal als Furry darstellen könnte, weil es sicher auch irgendwo cool aussieht. Vor allem, da es genug Furries gibt, die jetzt nicht die superschlanksten sind, wo das dann auch wunderbar zu einem Kangama Furry einfach mega passen würde. Als dass so ein Hungerhaken mit 60 Kilo sich da so ein Kangama anzieht. Aber das wäre eigentlich auch mal so eine Überlegung wert. Und Aerodactyl, weil es auch wieder ein Drache ist, aber irgendwie auch so ein ausgestorbener Drache, und ich habe noch keine Urzeit-Fursuits gesehen. Wäre mal eine geile Idee. Habe ich aber noch nicht gesehen. Und jetzt sind wir durch mit den 5 Haaren auf meinem Kopf und den 10 oder durch den letzten Platz mehrere Pokémon der ersten Generation, die so in die Furry-Schiene oder in die Furry-Kerbe schlagen. Teilweise auch sogar Furry sind. Was meint ihr dazu? Habe ich irgendein Pokémon aus der ersten Generation vergessen? Schreibt das unbedingt runter in die Kommentare und teilt gerne eure Meinung, ob ihr das genauso seht, dass die ich jetzt, wo zumindest mal die Top 9, dass das wirklich Furries sind. Ist alles noch so ein bisschen wischiwaschi, liegt an der ersten Generation. Ab der zweiten oder vor allem ab der dritten, vierten wird es mega interessant, wenn es um Furries geht. Deswegen schreibt gern. Ich sag euch, ihr sollt viel schreiben. Schreibt viel. Ich freue mich darüber. Nicht nur der Algorithmus, sondern auch ich. Denkt daran, bevor es zu den Patrons und der Endcard geht, es gibt das Weihnachts-Unboxing. Ihr könnt an die Adresse unten in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne Pakete hinschicken an die Packstation. Und ich werde sie dann bis Mitte Dezember annehmen und dann in einem Weihnachtsunboxing alle auspacken. Würde ich mich riesig drüber freuen. Und natürlich auch aus dem letzten Video, ist vielleicht ein bisschen untergegangen, zeichnet mich mit vor allem meinem Blau mit drin als Waschbär. Und ich werde in einem Video tatsächlich das alles mal vorstellen und auch mal drüber sprechen, was wie gut passen würde. Und das Beste wird dann vielleicht sogar wirklich meine Waschbärensona. Das heißt, tipselt, malt, versucht euch. Ich würde mich mega freuen. Und da ich ja auch aktuell keine YouTube-Wand habe und demnächst hoffentlich bald nicht mehr hier im Hotel drehen werde, sondern auch in meiner Wohnung, wo ich auch noch eine Roomtour machen muss, anderes Thema, dann kommt da sicher auch das eine oder andere Bild mit an diese Wand. Das heißt, man wird es dann öfter sehen, falls das für euch so ein zusätzlicher Anreiz ist. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, liked es, dann kommt vielleicht auch mehr von Furry-Pokémon der zweiten, dritten, vierten Generation. Wie immer, ihr kennt es ja, ein riesiges, tolles Danke an alle meine Patrons. Vor allem die 3 ultimativen Flauschis, Sotor, Dabarf und Kinder Amorok. Und die 12 unglaublich fluffigen Flauschis, Aboras, Paco, Red Fox, Preen, Percy, Swallywolf, Medinos, Freezy, Razor, Fetch, Simfurter und Kodiak. Vielen Dank euch und allen weiteren tollen Flauschis. Ihr seid super. Ich danke euch vielmals dafür, dass ihr mir so sehr hilft mit meinem Kanal. Und über mir könnt ihr mich natürlich abonnieren. Kauft mein Merch!
Und da drüben kommt ihr zu zwei weiteren Videos. Unter anderem mein letztes Video, wo ich auf Ask Acke reagiert habe, wie ich es früher gemacht habe. Wo man mich auch mehr so gesehen hat wie jetzt. Und zu einem anderen Video auf meinem Kanal. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Macht's gut, Freunde. Und bleibt flauschig. Ciao.